dumme Dinge, die ich als Kind dachte, aber es wird immer dümmer. Wetterplatz. Irgendwie haben mich Märchen total verwirrt. Ich meine, die typischen Bösewichte waren da Drachen, irgendwelche Trollen oder sonstige Fabelwesen. Aber auch Wölfe. Wie sind die Wölfe in so ein schlechtes Framing reingerutscht? Naja, deswegen dachte ich halt, dass Wölfe nicht existieren und auch Fabelwesen sind. Als ich dann gehört habe, dass ein Wolf gesichtet wurde, bin ich voll ausgerastet. Dritter Platz. Für mich war es logisch, dass wenn es hell ist und die Lampe an ist, dass dann alles sicher ist und alle Monster weg sind. Aber wenn es dann plötzlich dunkel ist, können plötzlich wieder alle Monster spawnen. Es erinnert mich komischerweise alles gerade sehr stark an Minecraft. Zweiter Platz. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu keiner Zeit dachte, dass der Weihnachtsmann existiert. Meine Mutter hat es halt einfach nicht so ernst genommen. Aber die Zahnweh war dann ein ganz anderes Thema. Ich war so fest davon überzeugt, dass die Frau existiert. Ich meine, was spricht dagegen? Habt ihr irgendwelche Beweise? Ich glaube nicht. Erster Platz. Wer von euch Star Wars geschaut hat, kann mir nicht sagen, dass er zu keinem Zeitpunkt dachte, dass man vielleicht zu einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit die Macht besitzt.